Strukturänderungen beim HSV. Eine turbulente Mitgliederversammlung hat dem Bundesliga-Dino den Weg zur Ausgliederung der Profiabteilung bereitet. Knapp 79% der rund 7000 stimmberechtigten Mitglieder votierten am Sonntag für den Reformantrag HSV Plus. Diesen hatte Ex-Aufsichtsratschef Ernst Otto Riekhoff eingereicht. Ich hatte ja schon ein gutes Gefühl, dass es über 75% war, das war mir schon, also da hätte schon viel passieren müssen. Ich glaube, dass es jetzt eine Aufbruchstimmung gegeben hat, seit heute. Und ich habe das vorhin oder eben gerade gesagt, ich wünsche mir das auch, dass wir so ein Signal auch an die Mannschaft gesendet haben. Hier passiert was, was Positives. Nach einer möglichen Umstrukturierung könnte sich der HSV auch für Investoren wie den schwerreichen Edelfan Klaus-Michael Kühne öffnen. Wölfe präsentieren Wunschspieler. Der VfL Wolfsburg hat seinen Rekordneuzugang Kevin De Bruyne offiziell vorgestellt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt für die Rekordablöse von 22 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Niedersachsen. Trainer Dieter Hecking freut sich besonders auf den europaweit begehrten Belgier. Ich war schon so ein bisschen enttäuscht im letzten Sommer, als wir uns um Kevin doch schon sehr intensiv bemüht haben, dass dann Chelsea gesagt hat, nein, er muss zurück nach Chelsea. Klaus hat ständig den Kontakt gehalten. Und als er mir dann sagte, Mensch, vielleicht gibt es im Winter doch die Möglichkeit, nochmal einen Angriff zu machen, habe ich gesagt, Klaus, das wäre natürlich eine klasse Aktion, wenn wir das irgendwie hinbekommen würden. Wir haben es hinbekommen und von der sportlichen Seite her, ja, macht das natürlich uns, denke ich, nochmal qualitativ besser. Rummenigge froh über Testspielpleite. Die 0:3-Niederlage im Vorbereitungsspiel des FC Bayern gegen RB Salzburg bereitet dem Aufsichtsratsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge keine Sorgen. Das erklärte er bei einem Fanclub-Besuch in Taufkirchen. Ich bin eigentlich gar nicht unglücklich, dass wir da gestern so eine Klatsche gekriegt haben, weil die letzte Woche, wenn ich mir die Schlagzeilen immer angeschaut habe, dann war alles super, super, super. An die Mannschaft und Pep Guardiola appellierte der Bayern-Boss vor dem Rückrundenauftakt aber eindringlich, jetzt fokussiert zu bleiben. Am Silvesterabend ist die Uhr auf Null gesprungen. Jetzt müssen wir bei Null wieder anfangen und müssen uns die ganzen Dinge auch in diesem Jahr wieder hart erarbeiten, kämpfen, arbeiten. Kruse vor Bayern-Spiel optimistisch. Mönchengladbach-Stürmer Max Kruse hat keine Angst vor dem Rückrundenstart gegen den Rekordmeister. Zwar sei dieser am Freitag der klare Favorit, man wolle die Bayern aber unbedingt als erste Bundesligamannschaft schlagen, sagte Kruse dem Kicker. Den dritten Platz der Fohlenelf sieht der Nationalspieler nicht als Überraschung. Man habe keinesfalls über dem Limit gespielt, die Mannschaft habe einfach fußballerisch eine sehr hohe Qualität. Weidenfeller appelliert an Gündoğan. Dortmunds Torwart Roman Weidenfeller hat auf die anhaltenden Wechselgerüchte um seinen Mannschaftskollegen İlkay Gündoğan reagiert. Im Kicker rät er dem Mittelfeldspieler, beim BVB zu bleiben. Gündoğans Entwicklung sei noch nicht zu Ende. Auf ihn würden noch große Aufgaben in Dortmund warten. Zwar könnte sich der 23-Jährige auch beim FC Barcelona oder bei Manchester United durchsetzen, auch der BVB könne in den nächsten Jahren aber noch einiges erreichen, so Weidenfeller weiter.